Hallo und grüß Gott, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Kirche zu Hause. Ich möchte mit Ihnen heute über den Lehrtext aus den Losungen nachdenken. Aber bevor ich Ihnen den verrate, erst noch eine Vorbemerkung. Mir geht's momentan ganz seltsam mit mir selbst in diesen seltsamen Zeiten. Und zwar merke ich, je weniger Termine ich habe, umso weniger schaffe ich. Als diese ganze Corona-Geschichte losging und ein Termin nach dem anderen weggebrochen ist, dachte ich, oh, was werde ich jetzt alles schaffen können? Ich werde meinen Schreibtisch aufräumen. Ich werde meiner Patentante endlich einen Brief schreiben und die Steuererklärung machen. Nun, dann hat sich diese Zeit mit allerhand Terminen gefüllt, allerhand andere Arten von Arbeiten, die wir jetzt als Pfarrer tun und Pfarrerinnen. Aber ich habe mehr Zeit als sonst und die verfliegt, ohne dass mein Schreibtisch aufgeräumt ist und der Brief an die Patentante ist immer noch nicht geschrieben und ehrlich gestanden, die Steuererklärung habe ich noch nicht mal angefangen. An dieser Stelle ein herzlicher Gruß an Sie alle, die Sie die Steuererklärung gemacht haben. Respekt. Ich auf jeden Fall habe es noch nicht geschafft und dabei bin ich nicht faul. Ich liege nicht die ganze Zeit im Bett. Ich trinke auch nicht Kaffee mit Freundinnen, wie denn auch, darf ich nicht. Sondern es drängt sich so manches sonst in den Vordergrund. Natürlich muss ich Mails checken und wenn ich schon im Computer bin, Sie kennen das, dann müssen die Blumen gegossen und vielleicht sogar umgetopft werden. Die Zeitung muss gelesen werden, das werden Sie verstehen. Und ganz lange Telefongespräche, ganz lange Spaziergänge in dieser wunderbaren Natur zurzeit. Und dann, jetzt kommt's, dieser Lehrtext von heute. Da schreibt der Paulus an die Römer, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Oh weh. Sehr tröstlich ist für mich das Gebet, was für heute dabei steht. Und zwar ist es von unserem großen Meister Martin Luther. Der formuliert drastisch, wie er das gerne macht, Herr, ich bin ein fauler Esel, darum komme ich zu dir, damit du mir hilfst und mein Herz anzündest. Puh, was für ein Trost. Der große Luther hat es auch gekannt, wiewohl ich mir das schlecht vorstellen kann. Bei dem Output, den wir von Luther heute noch mit Gewinn lesen können, diese Unmassen von Schriften, die er veröffentlicht hat, dass er jemals ein fauler Esel gewesen sein soll, die vielen Reisen, die vielen Predigten, die er zu halten hatte. Aber ganz offensichtlich gab es auch bei ihm Zeiten, die so zerflossen sind, wo er am Abend den Eindruck hatte, heute habe ich nichts geschafft oder jedenfalls nicht das, was ich wollte. Sehr tröstlich. Noch ein zweites, warum es für mich so tröstlich ist. Er formuliert ja nicht nur, ich bin ein fauler Esel, sondern er sagt auch, darum komme ich zu dir. Ganz offensichtlich ist es seine Erfahrung, dass ich zu Gott nicht nur mit den großen Problemen der Welt kommen darf. Mit der Bitte um Weltfrieden, um Heilung von einer Weltseuche, um all die großen Dinge, die uns das Herz schwer machen, sondern eben auch, jetzt übersetze ich es in meine Welt, mit meinem unaufgeräumten Schreibtisch und meiner Steuererklärung. Das ist die große Einladung, auch damit zu Gott zu kommen. Und noch ein drittes, was für mich sehr tröstlich ist. Er packt gleich einen Hinweis dazu, wie es besser werden kann. Ich komme zu dir, damit du mir hilfst und mein Herz anzündest. Tatsächlich steht es auch schon bei Paulus. Seid brennend im Geist. Mir ist dazu eine Bastelarbeit aus meiner Jugend eingefallen. Eine, die ich nie vollenden konnte. Ich hatte in einem ziemlich alten Bastelbuch eine Anleitung gelesen, die hätte mir so gut gefallen. Ich schilder es Ihnen mal. Sie nehmen ein Holzbrettchen und bauen daraus ein düsengetriebenes Boot. Das machen Sie, indem Sie auf das Holzbrettchen auf zwei Gestelle ein Tablettenröhrchen legen. Das wird vorne zugemacht mit dem Stopfen und ein kleines Loch reingebohrt. Und außerdem kommt in dieses Tablettenröhrchen Wasser. Unten drunter kommt ein Teelicht. Dann setzt man das Ganze aufs Wasser, zündet das Teelicht an und das Teelicht
lässt das Wasser verdampfen, das kann nur zu dem kleinen Löchlein raus und treibt damit düsengetrieben dieses Boot an. Ich habe es nie fertig gebracht, weil dieses Buch war so alt, dass es damals noch Metalltablettenröhrchen gab. Zu meiner Zeit waren die schon alle aus Plastik. Aber es ist mir unvergesslich, dass ich das gerne gemacht hätte. Was ist das Prinzip dahinter? Es braucht die Wärme vom Teelicht. Dann gibt es die Energie, um dieses Düsenboot voranzutreiben. Keine Flamme, kein Düsenantrieb. Und so ist es mit meinem Leben. Ich brauche etwas, was mich entflammt, was mich anzündet. Seid brennend im Geist, sagt der Paulus. Luther betet. Darum, zünde dieses Feuer in mir an. Zünde es an, damit es mich antreibt zum Guten. Das kann ich nicht selbst erzeugen. Wenn ich zu so einem Modell sagen würde, sei brennend, dann würde da noch gar nichts passieren. Da muss jemand kommen, muss anzünden. Dann geht's vorwärts. Und so tatsächlich öffne ich mein Herz für Gott und sage, zünde du das Feuer in mir an. Dass ich wirklich nicht Feuer unterm Hintern habe, sondern Energie, um das zu tun, was du möchtest. Und da gleich noch als vierter, nicht Trost, sondern als vierter Gedanke, eine kleine Korrektur zum Schluss. Paulus schreibt, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Ja, was soll ich denn tun? Möglicherweise ist heute der Tag der Steuererklärung. Das kann durchaus sein. Aber Paulus setzt ja dazu, dient dem Herrn. Das heißt, es lohnt sich durchaus zu fragen, Herr, was willst du, dass ich heute tue? Und dann lohnt es sich, auf Gott zu hören, was er sagt. Vielleicht sagt er, sei nicht so träg, mach die Steuererklärung. Vielleicht aber sagt er auch, dieser Spaziergang in meiner Schöpfung ist genau das, was du tun sollst. Oder das lange Telefongespräch mit deiner Freundin, mit deiner Mitarbeiterin, mit deinem Nachbarn ist genau das, was du heute tun sollst. Also die Einladung an Sie und uns alle heute zu fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ich möchte mit Ihnen noch gern beten. Herr, wie Luther bin ich oft genug ein fauler Esel. Aber ich bitte dich um Weisheit, das zu unterscheiden, was dein Wille für heute ist. Ich bitte dich um Kraft und Entschlossenheit für das Gute. Ich bitte heute für alle, deren Tage zerfließen ohne konkrete Aufgaben, dass du ihnen zeigst, was wichtig ist in deinen Augen. Ich bitte aber auch für alle, die seufzen unter zu viel Arbeit, für die Lehrer, die jetzt wieder mit den Schülern vor Ort arbeiten sollen und die vielleicht eigene Kinder zu Hause nicht versorgt haben. Ich bitte für die Angestellten in den Geschäften, für die Mitarbeiter in den Kliniken und Heimen. Schenke du ihnen und uns allen deinen guten Heiligen Geist, der uns zum Guten antreibt. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Damit sage ich Ade, wünsche Ihnen einen guten, behüteten, soweit es geht, fröhlichen Tag und stelle Sie und uns alle unter den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.